time to rest, Lady Webster has another task to hand out. So, now the worst is known. Sateki has been set free upon the world. A terrorist, yeah? The like of which the world has rarely seen, if the legends are to be believed. So how do we stop her? An excellent question, Alangu. I have experts here in London, translating everything we can find about Sateki. Ah, oh, those brave boffins, risking their lives for king and country. We all serve in our own way, Captain Fairburn. If there's anything useful, they'll find it. Agent Brownridge's death will not be in vain. I should hope not, indeed. And in the meantime? In the meantime, Professor, I need the brigade to gather more information for our boffins to study. Starting with the ancient temple at the valley in this location. Those brave boffins' book smarts can't save the day by themselves. Thankfully, the Strange Brigade is on hand to leap into action once more. What thrilling tales and awe-inspiring adventure awaits them in the Hidden Valley. A suspiciously sinister valley, leading to a mysterious mountain temple. A day at the races for the Strange Brigade. Und somit willkommen, Freunde. Es kann weiter gesuchtet werden. Ich habe ja schon letztes Mal angedeutet, dass das Game richtig geil ist. Und eigentlich ein kleiner Geheimtipp. Macht bestimmt im Multiplayer auch richtig fett Spaß. Lasst mal bitte ein Abo da. Spiele zahlen sich nicht von alleine. Ihr wisst Bescheid. Also Abo-Button penetrieren. Jetzt wäre ich hier beinahe wieder rübergefallen. Runtergefallen. Genau, rübergefallen. Gleich am Anfang eine orale Spasme losgelassen. Geradeaus geht's da lang. Wir können ja hier nicht springen, das vergesse ich in dem Game immer. So, können uns da mal unseren Trank einsammeln. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Sonst noch irgendwas, was wir hier irgendwie... was wichtig ist? Ah, hier haben wir noch einen Koffer. Ein bisschen Kohle gehabt. Munitionskoffer brauchen wir nicht. Da könnte man theoretisch runterfallen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal raus. Und werden draußen ein bisschen rumballern. Hey. Das verlorene Tal. Aha, aha, aha. I say, clap your eyes on this confounded conundrum. Oh, was ist das denn? Das ist ja mal was ganz anderes. Muss das auch anschießen? Nö. Ah, so, alles klar. Einmal geduldiger sein, ein bisschen einmal rumlaufen. Sehr schön. So, damit können wir schießen. Da hast du gesagt. Is there no problem the brigade can't solve? Ah, okay. Das ist so ein bisschen Indiana, nicht Indiana Jones mäßig. Ich weiß noch, wer von euch Siberia gezockt hat. Da gab es auch so eine Szene, da musste da ständig irgendwelche Spiegel und so umstellen. Far off murderous mummies. I wondered if there's a connection. Ja, hier laufen bestimmt einige Mumien rum. Ah, die Untoten. Ghastly ghouls blocking the bridge. But can they hold it against the Strange Brigade? Ich hab schon gedacht, es wäre zu langweilig, wenn die hier nicht auftauchen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Kommen. Oh, Ammo. Die freut sich immer total, wenn sie was einsammeln kann. Ja, bis jetzt sind die alle noch sehr verhalten. So. Ein paar kleine Granate gibt es noch zur Begrüßung als Geschenk. Hat die Form einer Orange. So. Wenn die jetzt gekillt haben, würde ich aber sagen... wir gehen nochmal dahin, wo der Rucksack war mit der ganzen Munition und looten nochmal. Genau, so muss das sein. Jetzt die Munition voll, jetzt können wir weitermachen. Ja. Some tip-top tumbling trickery there. Ja. Was ich geil finde, der Sprecher beobachtet das Game richtig. Mache ich irgendwie einen Mist oder so, erinnert er mich immer dran. Jetzt habe ich gedacht, so, ich kann hier locker mal runterlaufen. Das sollte ich nicht tun.
Ja, hier werden bestimmt auch bald wieder welche auftauchen, ne? Das ist schon der erste. Na, ja, fallen sie drauf rein, oder? Ja, hier ist so eine Kiste. Genau, da ist noch ein bisschen Geld drin. Oh, ohne Bezahlung zocken wir ja gar nicht. Die Waffen sind schon geil, ne? Diese klassischen Schrotflinten und so, die haben schon was. Oh, da hat sich noch einer rumgeschlichen. Ach, ein Hühnchen läuft hier auch rum. Bock, 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 bock. Aber das lassen wir am Leben. Das hat uns nichts getan. Warum sollte man jetzt hier unnötig die Tiere quälen? Das mache ich in anderen Spielen auch nicht, wenn die mir nichts tun. Schieße ich auf die auch nicht. Die wurden ja vom Programmierer einfach nur hier hinterlassen. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Aus wie ein Mechanismus, den wir aber nicht holen können. Warte mal. Vielleicht so? Ah, okay. Immer wieder ein neues Feature. Aho! What long hidden pathway has this unearthed? Oh, das ist ja mal nice. Wir sind gleich den richtigen Weg gelaufen, ja. Super. The low road, eh? Let's hope the old grey matter is up to it. Ich bin mal Angst zu ertrinken, wenn ich hier in so einem Wasser laufe. Das geht sogar gar nicht. Lässt mich gar nicht rein hier. Naja, naja. Okay. Ist ja merkwürdig. Kann sein, dass ich das vielleicht dann von einer anderen Seite oder so noch aktivieren muss. Dass da irgendwie eine Brücke sich hochfährt. Auf jeden Fall sind hier ein paar Speere, aber wir kommen hier nicht weiter. Und dann gehen wir wieder nach oben. Kann ich ja auch nichts machen? Nö. That's the bold, strange brigade spirit. Leave no path unexplored. Ah, jetzt kommen die erst schon wieder aus ihren Löchern gekrochen. Soll ja nicht langweilig werden. Grenade! Zack! Ja, Bruder, wir brauchen dich nicht mehr. Danke. Danke für deine Dienste. Oh, fully charged, fantastic! Alter, wie die mal wegfliegen. Richtig krass. Okay, komm. Ah, zack. Dieses, wie so lässig-fair geworfen ist. So, zack. Egal. Well, they're not called the Subtle Brigade, I suppose. So, den Mechanismus können wir auch nicht bedienen. Aber nicht dramatisch. Oh, Munition. Sehr gut. Munition voll, prima. Ein Zustand, den ich genieße. So, jetzt gibt es hier noch irgendeinen Mechanismus. Nicht, dass ich wieder an irgendwas vorbeilaufe. Oh, da habe ich aber reflexartig sogar gut reagiert. Warte mal, hier ist noch ein Durchgang. Wollen wir mal aktivieren. The route less traveled, eh? How intriguing. Oh, das sehe ich das erste Mal, dass die Zombies von mir weggelaufen. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Meistens rennen die immer in meine Richtung, aber der eine eben, der ist aber in die andere Richtung gelaufen. Entweder war das Zufall, weil das Game mich nicht aimen konnte, oder ich weiß es nicht. Oh, wo geht's denn hier lang? Okay, das wäre quasi einmal im Kreis gelaufen. Thank you.
Okay, da ist eine Barriere. Ich laufe mal hier lang. Ah, eine Truhe. Sehr schön. Mit lecker, lecker Schätzen drin. Oh, jolly good. A nice bit of reading. That's always fun. Wäre schön, wenn da mal ein Abo drin wäre. Abos nicht vergessen, Jungs. Oh, das schmeckt. Prima. Dann würde ich sagen, wir müssen hier irgendwie weiter. Wir sind ja von hier gekommen und dann hier hoch. Was ist denn das Blaue da? Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aus wie so ein Portal oder so. Das ist ja faszinierend. Darf ich mal eine Granate drauf werfen? Ja, passiert nichts. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Es war schon richtig, dass wir hier rein konnten oder rein müssen sogar. Also nochmal einen Weg finden, wie es hier weitergeht. Okay. Klettern kann sie nicht. Ich gucke gerade, wir müssen ja auch mal schauen, ob wir wieder irgendwo so ein, ja, so eine blaue, wie habe ich sie immer genannt, so eine blaue Leuchte irgendwie an der Wand haben, die wir dann abschießen können. Aber ich sehe hier auch gar keine. Ja, das war ja oft so, dass man dann Tore erst geöffnet haben, indem wir die Leuchte dann aktiviert haben. So, wir kommen da aber auch gar nicht rauf, ne? Von der anderen Seite irgendwie wahrscheinlich. Sehr merkwürdig das Ganze. Den hier wenigstens klettern könnte oder so. Ja, aber da sind ja auch Stäbe. Irgendwelche Fallen und die sind richtig mies angespitzt. Ja, hier ist auch kein Mechanismus oder irgendwas, was ich irgendwie kicken könnte. Ich halte immer noch mal Ausschau nach den blauen Lichtern. Die sehe ich ja auch nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Wo ist so ein blaues Tor? Das ist aber schön an dem Game. Das Schöne an dem Game ist halt, dass es, das hat wirklich Suchtpotenzial. Es macht richtig Spaß, hier rumzulaufen. Und du findest hier teilweise echt, kuriose Dinge manchmal so. Zufall. Das ist mir zum Beispiel auch gar nicht aufgefallen. Da kann man einfach, wenn die Zombies da langlaufen, dann einfach mal drauf losbrezeln und dann... So, schießen können wir ja nicht auf den Mechanismus. Würde er anzeigen. Ich könnte jetzt hier nochmal langlaufen. Obwohl das ist dasselbe, ob ich da oder da langlaufe. Aber hier ist noch Gold. Ah, ich sehe eine Katze. Ein Sammlerobjekt. Annoying beasts. Jawohl. Always been more of a dog man myself. Irgendwie faszinierend. Gucken, kann ich den Mechanismus nochmal auslösen? Nee, leider nicht.
Da am Wasser komme ich ja nicht runter. Das heißt, ich muss hier irgendwo nochmal weiter gucken. Sieht natürlich geil aus. Ich finde, das sieht auch gar nicht so nach Ägypten aus. Das sieht so mehr nach Maya-Tempel und so aus. Sieht auch geil aus, wie die Zahnräder sich da drin drehen. Richtig schön detailreich. Ah, ich dachte, wir können hier ins Boot fallen oder so. Das wäre ja nochmal was gewesen. Okay, was natürlich nicht schlecht ist. Wir können noch mal, zielen. So, anders gibt's noch. Warte mal, gibt's da hinten noch irgendwas? Top shot there, Strange Brigade. Ah. Das heißt, wir können doch noch mal ein paar Bonis hier irgendwie. Ah, eine Vase zerlegt. Ein paar Bonis einsammeln. Ja, aber das wird schon richtig sein, ja. Aber auf jeden Fall ist das Gute, das Gebiet ist nicht so groß. Das heißt, es ist ja alles sehr eingegrenzt. Wir werden dann schon irgendwie einen Weg rausfinden. Ich war ja... Hier hinten hatte ich ja gesagt, könnte man ja theoretisch schon mal runterfallen. Aber das scheint nicht zu gehen. Es hat natürlich auch Vorteile, dass man in so einem Game nicht überall runterfallen kann. Ja, einfach mal so. Für den Spaß. So, und dann halten wir mal weiter Ausschau. Nach blauen Lampen oder irgendwelchen Dingen, die wir zerstören oder verändern können. Sag ich, wenn ich... Kann ich darauf schießen? Nee. Wird auch gar nicht angezeigt. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwelche Mechanismen oder so ändern. Da die ganzen Speere uns die Wege versperren. Diesen Mechanismus haben wir angewandt. So können wir nichts ändern. Das ist halt quasi nur eine Weiterleitung. Hier gibt es keinen weiter. Gibt es auch nichts, wo man drauf schießen könnte. Doch. Alles klar, super. Ich wusste doch, dass er irgendwie... Irgendwas war doch da. Oh. Wie sie gleich ankommen. Ohne groß Tamtam, ne? Einfach so, hallo. Hallo. Gut, dass ich die Munition vorher nochmal aufgeladen habe. Oh. Da ist selten, dass die Zombies einen treffen. Ich lasse die aber auch gerne mal rankommen, weil mit der Schrotflinte hast du im Nahkampf auf jeden Fall eine viel bessere Chance zu treffen. Ah, neuer Mechanismus. Der wird aber hier nicht ausgelöst. Das ist ja nur die Weiterleitung. Secret hier hinter, oder? Nee, komm mal nicht hinter. Schade. Das wäre mal ein geiles Secret, so hinter Wasserfall wieder. Nelson's Ghost. Oh, die Skorpione schon wieder. Zeig her den Stachel. Sehr gut. Aber wo einer ist, sind auch noch mehrere. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Oh, cool, aufheben. Sehr gut. Riveting reading. Oh, huzzah, what a treat. Da geht's nicht weiter, aber hier wird's weitergehen. Auch nicht. Das ist aber euer Merkwürden hier. Das ist ja seltsam.
da über den Weg gehe ich noch nicht, dass es hier nicht weitergeht. Vielleicht kann ich hier noch irgendeinen Mechanismus oder irgendwas auslösen. Das Gute ist, wenn wir auf irgendwas schießen können, färbt sich das rot. Das ist ganz geil gemacht. Da habe ich ja eben da auch aufgedeckt, dass wir da langlaufen können. So, wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es hier auch nichts. Ich kann trotzdem mal nach oben nochmal laufen. Ach, hier ist ja ein Mechanismus. Sehr gut. Jawohl, es geht immer weiter. Immer weiter, immer nach vorne. Aufgeben ist keine Option. Ach, die Katze eben. Habt ihr das gehört? Miau. Da wusste ich genau, irgendwo ist doch hier ein Geheimnis. Habe ich noch nie so drauf gehört, aber... Schönes Sammlerobjekt auf jeden Fall. Auch noch mal, weil wir haben jetzt ja diese Querverbindung aufgebaut. Ja, da oben ist auf jeden Fall was. As I always say, there's not many problems that can't be solved by shooting something. Sehr gut, alles klar. Manche Dinge kann man wirklich super erschießen. Also wir können uns den Weg freischießen. Jetzt haben wir das Blaue aktiviert und jetzt müsste das Tor auch sein. Mensch, wir werden hier nochmal richtig zum Profi. Das ist ja unglaublich. Oh, lecker, lecker. Dafür kriegen wir auch nochmal ordentlich Taler. Okay, jetzt sind wir da weitergekommen. Okay. Nächste Blockade ist behoben. Das ist super. Pretty as a picture here, apart from all the shambling corpses. Erstmal Munition aufnehmen. Bevor ich hier irgendwas aktiviere, lade ich immer nach. Ganz wichtig. Warte mal, wir können auch noch mal was anderes hier looten, was hier noch so rumliegt. I wonder what this is all about. Geschichte schreiben. Geht der Koffer hier nicht auf? Ja, wundert mich. Harbin's journal shows he, or rather Sateki, was interested in an ancient temple located in this valley. Find out why it's so important, Brigade. Super. Was ich übrigens noch nie geschafft habe, diese 6 Katzen, die man einsammeln kann. Ui. Eieiei. Oh, da so ein Jumpscare in dem Game, hätte ich ja gar nicht mitgerechnet. Ja, was ich sagen wollte, ich habe diese 6 Katzen noch nie komplett eingesammelt. Das habe ich noch nie geschafft. Immer so 2, 3, vielleicht mal 4. Aber... Ja, die brutzeln sich jetzt selber erstmal an hier. Ne, es sind sogar einige, die auch noch trotzdem durchkommen. Oh. Hab ich jetzt aber gestaunt. Nicht gedacht, dass hier ein paar Zombies sogar noch auftauchen. Hier gibt es aber nichts zum Aktivieren oder irgendwas? Nee, ne? Nein. Okay. Ja, wir sollten mehr mit diesen regionalen Fallen arbeiten. Was ist das denn hier? Ah,
nahezu mich selber verbrannt hier. Schlumpf. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Kommen da noch mehr oder war es das? Nö, das war's. Munition gab es noch ein bisschen. Irgendwelche Dinge, die man irgendwie runterschießen kann. Vielleicht auch als Secret oder so. Nein, gibt's nicht. Ja, umso näher die kommen, umso effektiver ist natürlich die Schrotflinte. Okay, geht's nicht weiter. Nochmal gucken, ob man irgendwas befreien kann. Aua! Alter! Ja. Das war mal hier der Usain Bolt unter den Zombies. Mann, Mann, Mann. Jetzt müssen wir doch nochmal einen kleinen Schluck aus der Flasche nehmen. Ja, life is strange. Auf jeden Fall. Okay, hier haben wir noch eine regionale Falle. Da ist der blaue Kristall, den muss ich wahrscheinlich auch gleich aktivieren. Schon die ersten Zombies. So, als wenn man auf eine Party geht. Ah, guck mal, die ersten Zombies sind schon da. Okay, prima. Das bedeutet wieder überleben. Da haben schon einige hier noch vorbeikommen. Noch ein bisschen Feuer. Ach, wieder eine Mumie da hinten. Wakey, wakey. Okay, nicht zu leichtsinnig sein. Aber die Mumie schon fest im Blick haben, das ist schon gar nicht verkehrt. Ja, bomb the way. No. Alter, komm. Ach du heilige Scheiße. Oh Mann, wer kommt da an? Ghouls kommen jetzt an. Tödliche Teufel aus dem Grabe. Hurra, also die sind aber flink unterwegs. Say, they're coming out the ruddy walls now! Okay, solange ich das sehe, dass die auf mich zukommen, geht das sogar noch. Und solange die auch noch mit einfachen Schüssen aufzuhalten sind, geht das auch noch. So, wir mal ein bisschen metzeln. Oh, habt ihr das gesehen? Ja, okay, die sind nicht ohne. Okay, einmal nach da und dann regionale Falle. Ah, heftig. So, jetzt muss ein bisschen aufpassen hier. Ah, ein bisschen im Kreis laufen. Alter, was hat das denn? Okay, ein bisschen freischaufeln, weil wir hören schon wieder nichts. Das ist natürlich für so ein Game immer nicht gut. Das ist echt
übel, die lösen sich sogar noch auf hier. Okay, wir locken die jetzt mal nach da und dann lösen wir wieder die Falle auf. Da aus. Ja, mit der Schrotflinte wäre es natürlich besser. Granate. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Extra Waffe. Jawohl. Now you can shoot the same target twice. Astounding. Genau, jetzt wird auch ein bisschen Musik gemacht hier. Super, das Tor geht auf. So, und die restlichen mache ich jetzt auch noch platt. Something in there worth exploring, eh? Kommt noch was hier? Nee. Ah, eine Flasche gedroppt. Sehr geil. Ey. Oh, aufpassen. Jetzt werden wir erstmal einen Schluck trinken, ganz wichtig. Trinken soll gesund sein. Oho, perhaps some bright spark can shed some light on this puzzle. Maus 1 hier. Ah, hier ist die Katze. Sehr gut, Nummer 3. Strange Brigade. Well shot. Wie sieht's hier mit dem Stein aus? Decisions for our daredevil adventurers. Which da ist ja die nächste Tür aufgegangen. Nächste Tortür, wie auch immer. Wir müssen trotzdem gleich nochmal nach Munition gucken. Up there you are. I hope you found some valuables along the way. The department coffers are getting fearfully light. I know how to do this. So, muss noch entdeckt werden. Können wir immer noch nicht upgraden. Ja, das ist aber schwach. Ich hab gedacht, wir sind jetzt schon so weit. Everything comes down to brass in Munition ist voll. Ist noch irgendwas? Nee. Hier sind die blauen Lampen, die ich meine. Jawohl, und hier geht's weiter. Scarab decorations. What puzzling process could open the way onwards here? Irgendwelche Skarabäen hier. Blast! That wasn't supposed to happen. Warte mal, wir haben die andere doch auch noch, ne? Die geile. Die Zusatzwaffe, die haben wir ja mal so lange, bis die Munition aufgebraucht ist. Sehr schön. Ich sehe da hinten auch noch eine Flasche. Oder? Ich dachte, ich hätte hier noch eine Flasche gesehen oder so, die hier irgendwie lag. Ich habe mich wahrscheinlich getäuscht. Okay, prima. Wo müssen wir... Ach so, genau. Jetzt geht's wahrscheinlich nach der Reihenfolge. Ach, hier müssen wir auch nochmal aktivieren. Damit wir den Schlüssel dann finden können. Ist das Schloss aktiv? Jo, prima. Prima Ballerina. So, jetzt stellen wir uns nochmal hin und müssen sagen, okay, dann schießen wir erst den untersten ab. Ist auch nicht richtig. Und danke. Bringt doch mal eine Flasche mit zum Trinken oder so. Dankeschön. Danke, dass ihr kommen konntet. Danke für eure Punkte.
So, da es nach der Reihenfolge geht, habe ich den untersten abgeschossen, denn es ist ausgegangen. Dann schieße ich mal auf den zuerst. Das geht nicht. Okay, schießen wir auf den zuerst. Das war in Ordnung. Dann schießen wir auf den zuerst. Zu zweit. Er ist wieder ausgegangen. Okay. Das war nicht richtig. Also das heißt, den zuerst. Dann schießen wir auf den zweiten hier. Der ist auch nicht richtig. Okay. Aber das kann man sich von der Logik her gut merken. Nummer 1. Nummer 2. Ja. Nummer 3. Der war nicht richtig, aber sind schon im Ziel schon sehr nah. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nee. Nummer 1. Nummer 2. Können wir darauf schießen? Das ist auch nicht richtig. Okay, nochmal. Nummer 1. Nummer 2. Sehe ich hinter uns auch noch irgendwo einen? Nee, ne? Nee. Dann schießen wir auf den nochmal. Ist auch nicht richtig. Das finde ich ein bisschen komisch. Also, Nummer 1. Nummer 2. Hier drauf schieße wäre es falsch. Das ist aber auch nicht richtig. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nein. Nochmal. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3 ist auch nicht richtig. Das ist echt merkwürdig. 1. 2. Also der ist falsch, der ist falsch, der ist falsch. Das soll mal einer verstehen. Aber den haben wir schon richtig aktiviert. Bombs away! Machen wir mal so nebenbei für den Spaß. Also nochmal. Nummer 1. Nummer 2. Ah, ich glaube, mein Fehler lag daran, dass ich die falsche Waffe genommen habe, weil Pistole. Ist auch nicht richtig. Ach, da ist ja auch noch einer. Ah, okay. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und jetzt wird spannend. Nummer 4. Nee, okay. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nehmen wir den als vierten. War falsch. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nehmen wir den hier als vierten. 4. Auch falsch. Nummer 1. 2. Kann man das Aiming ein bisschen lernen. 3. Ist hier noch... Hier irgendwie noch einen? Nö. Nee. Okay, dann war der... Den untersten wollte er auch nicht. Machen wir den obersten. Das war auch richtig. Und jetzt kommt es drauf an, den oder den. Dann nehmen wir den nochmal. Und den. Jo, jetzt haben wir es. Alles klar, Tür ist auf. Boah, was für ein Krampf. Aber das Coole ist, wir haben den... Na komm, nur mal so zur Freude. Coole ist, dass wir den Schlüssel hinten gleich haben. Wow,
Agility. Wir holen uns jetzt hier gleich die Munition mal. Für die Schrotflinte. Danke für eure Hilfe. Können wir auf Schrotflinte wieder wechseln? Ja. Dann geht das Ganze viel entspannter. Ja, und die haben auch noch ein bisschen Munition gedroppt. Das finde ich gar nicht so verkehrt. So, hier ist der Schlüssel. The key to success, eh? Jawohl, sehr gut. Oh, kommen da natürlich Haufen angelaufen. Da auch. So, wir kämpfen uns jetzt erstmal hier durch. Ja, da passiert nichts. Ah, ich sehe Munition. Oh, Ammo. Kommt mir nicht zu nahe, sonst gibt's hier Ärger. Das Gute ist ja, dass ich mich gar nicht bewegen muss, weil die auf mich zukommen. Muss halt nur vom Timing her aufpassen. Okay, 4 Munition, so. Okay, jetzt können wir das. Super, die Tore sind auch auf. Lummy! Careful, someone doesn't get something locked off there. Ach! Ja, ein bisschen aufpassen hier, weil der Kollege, der hat's drauf. Okay. Ja, der kommt sogar durch hier, das gibt's ja nicht. Hat sich noch ein Zeitfenster an oder so. Die haben wahrscheinlich nur eine gewisse Zeit irgendwie, um da lang zu kommen. Gehen wir mal nach oben, hier waren wir noch nicht. Jawohl. Ich hoffe, da ist eine schöne, fette Waffe drin. Schade. Ich hätte auch gerne wieder bezahlt. Oh, da müssen wir auf jeden Fall rüber. Hier sind Speere. Okay, jetzt weiß ich. Ich vermute mal, wir müssen dann so schnell wie möglich da hochlaufen. Wir sind hier drauf. Jetzt haben wir Zeit, da hochzulaufen. Müssen die Speere weg sein, oder? Ne, hier auf jeden Fall nicht. Okay, das ist aber nicht schlimm, weil... Warte mal... Wie sieht's denn hier aus? Wenn wir hier lang laufen. Hagen's notes mention an ancient Egyptian love of puzzles and timekeeping. Maybe something to bear in mind, Brigade. Puzzles. Best get your thinking cap on, Grace. Okay, das kann auch so. Warte mal. Kann auch so sein. Wir gehen hier nochmal hoch. Ist das die andere Seite vielleicht? Das deaktiviert. Sehr gut. Da war dann wieder hoch, ne? Ja. Okay, die bleiben sogar auf. Dann habe ich eine Idee oder eine Vermutung, würde ich eher sagen. Müssen hier drauf stehen. Ah, ich sehe auch eine Katze. Oder nicht die Katze eben da oben? Ach da. Does this little kitty have a treat for us? So, wir müssen hier drauf stehen. Und jetzt haben wir Zeit. Bis zur nächsten Sperre.
gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir sonst aktivieren können. Vielleicht reicht es auch aus, um die dritte da nochmal zu aktivieren. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht gibt es ja auch mal... Mal gucken, da gibt es ja eine. Gibt es hier noch einen anderen Weg, den wir laufen könnten? Nee. Für mich macht das halt den Sinn, dass wir uns hier draufstellen. Uns dann hier draufstellen. Und dann weiterlaufen und oben rechtzeitig den dritten erwischen. Ja, das haben wir gemacht, aber... Ach, da oben. Und dann können wir von hier aus da oben drauf schießen, ja? Ah, da sind drei sogar. Ah, warte mal. Jetzt haben wir es doch, oder? Ja, von hier aus. Schuss. Schuss. Und dann von oben den dritten. Den finalen Schuss. Dann müsste das Tor aufgehen. Chronological conundrums are no match for this. Jo, jetzt haben wir es. Sehr geil. Löse das Zeiträtsel. Ja, haben wir einen Haken hinter gemacht. Müssten ja die Gitterstäbe aufwechseln, oder? Ja. So, die Sucht geht weiter. Und, und jetzt hier durch. Natürlich auch geil, ne? Dass wir das Zeiträtsel gelöst haben. Gar nicht gedacht. Ging ja doch, ratzfatz. Gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt sechs Katzen erschieße, also sechs Katzenstatuen. Oh, hier haben wir noch eine Spur. Oh, extra Kohle, sehr gut. Alter. Dem so eine kleine Ladehemmung, habe ich das Gefühl. Noch einer? Nee, ne? Doch, da. Ah, Munition gedroppt, sehr gut. Ah, dass hier mal irgendwie so ein Trank rumliegt. Ja, wir haben sogar noch einen, den nehmen wir jetzt auch mal. Sehr gut. Hier haben wir wieder Falle, die können wir aktivieren. Müssen wir ein bisschen ausweichen, die sind mir ein bisschen zu selbstherrlich. Okay, der hat sich auch komplett aufgelöst, das hat mich sogar gewundert. Ja, dieser mächtige Renner, dieser... Schnelle Flitzer. What a perfectly delightful looking little spot. Take the greatest of care here, Brigade. Oh. Darunter? Sehr gut. Dann gehen wir mal auf aktivieren. Ah, ich glaube, das war sogar wieder ein kleiner Fehler, oder? Ja. Ja, ich sollte... Lieber immer Munition einsammeln. Bevor ich dann, sag ich mal, sowas auslöse, weil ich weiß ja ganz genau, was passiert. So, wir müssen jetzt ein bisschen ausweichen.
ganz in Ruhe gucken. Dass wir die da erwischen. Alle, die mit den Speeren werfen. Okay, da oben ist noch einer. Können wir so weit eigentlich auch werfen? Nee, ne? Nee, oder? Versuchen wir es mal. Yo, ist klar. Und einer. The more enemies fall, the weaker that abominable artifact looks. Can our heroes outlast the course, though? Das hat echt ein bisschen was von Zombie Army Trilogy, aber das macht ja nichts. Achso, warte mal. Den Typen wollten wir doch hier noch. Da ballern wir noch. Ja, wir müssen ja auch nicht alle gleich auf einmal töten. Oh, wir können ja ein bisschen strategisch mit den Fässern auch arbeiten. Na, wir laufen hier einfach rüber. Und dann schießen wir hier mal Fass an. Auch schön. Der hat Munition gedroppt, sehr gut, danke. Oh, da liegt sogar noch ein Trank. Den müssen wir uns dann holen. Fette Mumie. So, was gut ist, ich habe mal zwei Schuss. Zack, zack. Jo, das war's. Okay, prima. Oh, jetzt kommt schon wieder ganz. Ist das ganz neu oder hatten wir die schon mal? Good Lord, more of them. Keep at it, Brigade. Leute, Tempelwache. Sieht so aus, als hätten die tödliche Absichten. Das glaube ich aber auch. Über. Ja. Bisschen strategisch. Wo sind die anderen Tempelwachen? Die waren noch zu dritt, ne? Habe ich die alle drei schon weggemacht? Ja, da musst du aber schnell ausweichen hier. Ja, jetzt müssen wir nicht leichtsinnig sein hier. Wir sind so weit gekommen. Können wir uns nicht erlauben. Alter, krass. Ah, nicht sterben. Geh weg da. Ah, komm. Hau ab da. Mensch. Ah, das ist eine Barriere, ne? Gold for guns. Only fair. Okay, sehr geil. Oh, a flamethrower. Is it Christmas already? Flammenwerfer. Jetzt schnell hier lang. Oh, und den Trank schnell nehmen. Oh, das war aber höchste Eisenbahn. Jetzt snackt ihr den schnell rein. Danke. Ach, da sind ja unsere Tempelwachen. Oh, Flammenwerfer ist aber auch eine üble Angelegenheit. Ja, Munition ist jetzt voll. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir wirklich alle platt gemacht haben oder ob hier noch wer ist.
Wir haben den Flammenwerfer sogar noch. Okay, prima. Jetzt müssen wir mal schauen. Da muss hier jetzt irgendein Tor oder was? Irgendeine Brücke ist doch runtergegangen, ne? War das die sogar geradeaus hier? Schauen wir mal. Einen Überblick von hier verschaffen. Wo ist diese Brücke runtergekommen? Blast! Out of ammo, eh? Back to basics, Brigade. Schauen wir mal. Also, wir sind ja von hier sogar gekommen. Ah, noch ein Getränk. Sehr geil. Ammo, yes please. Jawohl, Munition. Ist das die Brücke hier? You're almost there. Harbin's notes say the entrance to the hidden temple is at the valley's end. What have we got here then? Oh, wir haben immer noch keine Upgrade-Möglichkeit. Ey, das gibt's doch nicht. Da können wir auch noch nichts machen. Wundert mich ein bisschen, muss ich sagen. Ah, hier können wir was aktivieren. Sehr gut. Okay, jetzt kenne ich die Symbole ja nicht. Bevor ich das versaue, das Rätsel, gucken wir nochmal rum. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch was. Also von da sind wir gekommen. Ah, hier können wir auch noch mal was einsammeln. Ah, diesmal war nur eine Fledermaus drin. Normalerweise gibt es da mal fett Gold und so. Na, Miau hat's gemacht. Das hier muss irgendwo ein Sammlerobjekt einer Katze sein. Ach, da ist sie. Hallo, Mietz, Mietz. Ja, zu weit weg. I had a cat once. Wow, 5 von 6 schon. Nur noch eine. So, wir müssen diesen Mechanismus irgendwie auslösen. Hier können wir Wagen rollen lassen. Ich kann hier aber nichts machen, also nichts erschießen. Doch, hier kann ich was... Das ist aber nur, wenn die für die Zombies später... I love a good yarn, me. Kann natürlich sein, dass in den Aufzeichnungen auch ein bisschen was drinsteht, wie man das eine Tor öffnet. Ich bin aber der Meinung, wir müssen nach irgendeinem Katzenauge wieder Ausschau halten. Hört sich hier irgendwie so an, als wenn hier irgendwas wäre, was wir... abschießen können. Da ist nichts. Ich glaube, das Fass müssen wir nicht abballern. Da muss... Ach, warte mal, hier, guck mal. Ah, okay. Sehr gut. Und wieder sind wir weiter. Oha. Heavily armored horrors. Is that all they have left to try and stop the brigade? Sturmwächter, die gepanzerten Angreifer sind da, um ihre Königin zu verteidigen. Bin ich froh, dass ich die Fässer nicht abgeballert habe. Ich bin mal gespannt, ob die auch durchs Feuer gehen können. Alter!
Okay, die kommen jetzt ja auch noch dazu. Weil die Gegner werden immer übler. Alter. Jetzt muss ich mal reinziehen, ey. Der geht sogar weiter, obwohl er am Brennen ist, ey. Der Elite. Oh, jetzt schießen die schon mit Säure. Ja, die werden dann irgendwann zu normalen Zombies. So, pass auf. Da gehen wir jetzt mal speziell hin hier. Ich glaube, es hackt. Hm, na, okay. Das war ein bisschen zu offensiv wahrscheinlich. Ja, okay. Den kriegen wir. Zack, weg ist er. Nächste. So, wir müssen uns mal hier um den da oben kümmern. Der hat ja auch ein schönes Fass da. Ja, und hier auch. Es geht nicht, dass sie uns von oben bewerfen. Ich glaube, es hackt. Gucken, sind da noch so ein paar Elite-Soldaten oder war es das? Warte mal, da. Ach, da. Jetzt müssen wir aber aufpassen hier. Bloß nicht umbringen lassen. No barrier can impede the brigade. Well, except maybe one powered by ancient cat magic. Ah, die letzte Katze. Aber da kümmern wir uns gleich drum. Ja, 6 und 6. Kann ich das Fass irgendwie nicht treffen? Doch, jetzt. Da ist ja noch einer. Ich glaube, das muss jetzt angezündet sein. Oh, Ammo! Nee, doch nicht. Okay, komm her. Jetzt aber vom Weiten müssen wir es besser treffen. Ja, sehr gut. Nochmal Ammo kommen. Und dann schalten wir wieder um auf Schrotgewehr, würde ich sagen. Schrotflinte. Sehr gut. Eine sehr gute Arbeit war das. Geht's hier auch rein. Der nächste Kristall kann aktiviert werden. Die Munition voll. Warte mal, vielleicht können wir jetzt ja... Aha, it's stinky time. Muss noch entdeckt werden. Nee, geht immer noch nicht... Shit. Okay. Munition ist aber voll. Nearly done, Brigade. Now one last charge into the jaws of almost certain death. Gesundheitstrank haben wir aufgesammelt. Not in Rochdale anywhere. Oh, wieder ein weiteres Rätsel. So. Müssen wir mal schauen. Bestimmt nicht lange Zeit. Okay, super. Es müsste noch hier noch eins irgendwie, oder? Oder war es das? Hier oben, das müsste dann auf sein. Okay, nee. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Also, wenn wir jetzt hier drauf gehen, können wir darauf schießen. Machen wir mal.
hier sind, können wir darauf schießen. Ach, okay, aber die Reihenfolge scheint nicht zu stimmen. Okay, nochmal. Dann muss es ja hier noch ein anderes geben. Und zwar, das ist ja unser Ausgangspunkt. Da schießen wir drauf. Dann sind wir nach da gelaufen und haben darauf geschossen. Vielleicht müssen wir dann von der Seite. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Aber dann von dieser Seite hier. Dann Nummer 2. Genau. Dann von hier aus müsst ihr jetzt Nummer 3 schießen, treffen. Okay. Ah, das oben ist frei, sehe ich gerade. So, war's das jetzt? Okay, probieren wir es nochmal. So, Nummer 1, dann rennen wir hier hoch. Nummer 2. Dann müssten wir theoretisch wieder rüberlaufen. Das war hier. So. Dann glaube ich von ganz oben. Ach, da oben. Ah, wir haben's, ne? Oder? Ja. Oh, Alter, was für ein Krampf. Unnatural going on here. What kind of ancient awfulness have our heroes uncovered? Wow. Oh nein, wer kommt da denn an? Sieht aber sehr unangenehm aus, der Kollege. Wiedergänge, Assassinen. Diese schnellen wilden Munition zwischendurch sammeln. Nicht vergessen. So. Wär nicht weniger, ne? What's this? A weakness, perhaps? Can our heroes now damage this sinister soul cage? Oh, das Hauptportal ist on. Heißt, wir können angreifen. Nice ammo! Das
Sky, kann ich noch eine Granate reinwerfen? Oh, wenn das trifft, dann natürlich richtig. Shit. Jetzt haben wir... This'll soon see you back in the fight. Okay, sehr gut. Das ist jetzt wieder aus. Jetzt geht's hier weiter. Ah, hier haben wir dann Tränk, was wir aufheben können. So. Alter. Auch mal wieder Energie zu uns nehmen. Ah, diese Elite-Soldaten sind echt übel. Zack, der nächste. Zack, der nächste. Wakey, wakey. Na, sehr gut. So, dann würde ich sagen, schießen wir nochmal hier oben auf. Na, hier drauf. Bevor es aber wieder losgeht, gucken wir nochmal, dass wir hier Munition einsammeln und suchen nochmal einen Trank. Ja, das Loch, da dürfen wir nicht reinfallen. Wird doch irgendwo noch ein Trank für mich da sein, oder? Manchmal liegen die ja auch hier irgendwie so ein bisschen rum. Ah, hier ist einer. Sehr gut. So, wo ist eigentlich dieser eine Speerwerfer noch? Kriege ich den noch? Und da hinten. Dauert zwar länger, aber ist mir egal. Kein Bock auf den. So, der ist platt, sehr gut. So, dann können wir nochmal Munition einsammeln. Munition ist voll, okay. Wir müssen jetzt noch ein paar... Müssen wir mal gucken, ein paar Zombies müssen hier noch rumlaufen. Sonst würde das Portal nämlich noch sich. Können wir einen zweiten Ort einsammeln? Nee, aber gut zu wissen, dass hier noch einer ist. So, hier muss auf jeden Fall das Portal öffnet sich. Genau, hier ist nochmal ein Zombie. Das Portal öffnet sich erst, wenn ich die letzten Zombies platt gemacht habe. Looks like its malicious magic has weakened, Brigade. A good old round of ballistics should assist here. Die Granate bringt, glaube ich, gar nicht so viel.
aufpassen. So, jetzt nehmen wir erstmal einen Trank. Potions, a medical marvel for the ages. Ich glaube, das Ganze müssen wir dreimal durchstehen. Mit unterschiedlichen Gegnern dann auch. Ja, die Hälfte haben wir schon weg. Ja, das war klar, das musste nochmal sein, ne? So. Okay, prima. Jetzt wusste ich ja, dass hier oben noch ein Trank ist. A rumbling in the deep. What on earth? Ach du Scheiße, wer kommt da denn an? What monstrous miscreation is this? Und der ist gerade da, wo der Trank lag, wo ich hin möchte. Sekte Champion. Stürmt voran, um Sektes Feinde zu vernichten. Machen wir doch. I'll be having that. Okay, man muss nur ein bisschen geschickter ausweichen. Der ist gar nicht so schlimm, finde ich. Just what I need. Gibt es auf jeden Fall welche, die sind geschickter. Okay, wenn er trifft, ist es übel. Aber wenn ich treffe, ist es auch übel. What ho! This beastly device looks vulnerable. Can our heroes finally deal some damage to it? Ah, da hinten geht schon wieder los. Jetzt wird's noch übler, aber jetzt sind Zombies da. Wir müssen nur weit genug wegbleiben. So, wir haben es jetzt. Komm her. Jawohl. Looks like it's on its last leg, Strange Brigade. Your amulets should be able to destroy it. Fully charged and good to go. Jo, Amulett ist aufgeladen. One in the eye for the Witch Queen of the Jawohl, wir sind weiter. What horrifying hocus pocus was that? Have our hero stumbled upon the source of Sitekis sinister powers? Ah, da liegt noch Energie rum, die wir gleich einsammeln können. Sowas habe ich doch gleich im Blick. Mission abgeschlossen. Oh, Gott sei Dank. Das war echt eine harte Nummer hier. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall eine lange Runde und die war auch richtig nice. Die hat auch Spaß gemacht. Ich würde sogar sagen, ich verabschiede mich. Lasst mal ein Abo da, liked nicht vergessen, ein paar Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin.